Bremen 1, die Chronik. 28. Mai 1929. Heute vor 90 Jahren wurde der Schauspieler Horst Frank geboren. Norbert Kunze. Das Hemd fast bis zum Bauchnabel aufgeknöpft. Blinkende Goldnuggetkette auf gebräunter Haut. Einstecktuch, die Zigarette in der linken. Horst Frank, Ende der 70er und dann diese Stimme. Meine Zeit mit dir. Der kleinste Augenblick, ein Hauch von Ewigkeit. Als sich der gebürtige Lübecker im Musikfach versuchte, war er bereits seit mehr als 30 Jahren eine erfolgreiche Konstante im Film- und Fernsehgeschäft. Doch der Herbst der Karriere wurde für ihn spürbar und die Rollenangebote immer stereotyper. Dem Thaler, ich muss mit dir reden. Du bekommst dein Lachen zurück für 24 Stunden. 24 Stunden? Ja. Der Baron de Lefouet aus der Tim Thaler-Serie war so etwas wie die Blaupause Horst Frankschen Wirkens. Mit unbewegter Miene, sorgfältig geschalteltem Blondhaar und knarzender Stimme gab er dem Bösewicht. Ein für das Gangsterfach Geborener, unter dessen glatter Fassade das Wilde und Manische schlummerte, wie hier im Fluchtweg St. Pauli. Also du hast 10.000 Piepen für mich gespart. Mir schießen die Tränen in die Augen. Aber dafür bummst du mit meiner Frau. Wo sind die Mäuse? Auf der Bank natürlich, wo sonst? Dann bin ich aus allem raus. Ein Scheck oder eine Vollmacht? Ein Dreck werde ich tun. Horst Frank wurde früh auf die Rolle des Bösewichts festgelegt, während andere Schauspieler seiner Generation, ob Hans-Jürgen Felmy, Günther Ungeheuer oder Joachim Hansen, die ehrbaren oder eleganten spielen durften, blieben für Frank die zwielichtigen Charaktere. Dabei wurde er doch noch Ende der 50er in einer Umfrage zu einem der beliebtesten Schauspieler bei Frauen gekürt. Horst Frank in einer neuen Glanzrolle als Hauptmann dieses verlorenen Haufens. Feuer frei! Horst Frank sagte einmal in einem Interview, dass er lieber mehr geküsst, statt ständig gemordet hätte. Aber der Mann nahm es mit Humor. In meinem ersten Film wurde ich getötet, dann habe ich mich selber umgebracht, im dritten habe ich dann schon getötet, dann hatte ich viele, viele Jahre meine Leute, die das für mich taten. Und jetzt mache ich es eigentlich wieder selber nach dem Motto, Handwerk hat goldenen Boden. Goldenen Boden betrat er neben unzähligen Auftritten in deutschen Krimiserien, aber auch international. Seine Partner hießen Christopher Lee, Klaus Kinski oder Terence Hill. Unvergessen bleibt er vielen auch in seiner Hörspielrolle als Kommissar Reynolds bei den drei Fragezeichen. Der lachende Schatten. Aha, Sie haben den Schatz also gefunden, Harris. Sagen Sie uns lieber gleich, wo er ist. Wir wissen alles über sie. Horst Frank verstarb 1999 nach einer erfüllten Karriere, nur wenige Tage vor seinem 70. Geburtstag. Geboren wurde er heute vor 90 Jahren. Bremen 1, die Chronik. Jederzeit auch in der ARD-Audiothek-App.